Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kettenreime-Massaker von D-Ho. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. D-Ho, das Kettenreime-Massaker All-In Edition, lesen wir hier. 1 Million Berlin präsentiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von diesem Herren noch nie zuvor gehört und es ist meines Wissens auch sein Debüt-Release, zumindest sein erstes Box-Release. Es ist eine quadratische, kompakte Box. Hier an der Seite lesen wir nochmal das Kettenreime-Massaker Optec 1404 Box. Hier nochmal dasselbe, oben und unten nichts und auf der Rückseite haben wir eine Inhaltsangabe, und zwar das Kettenreime-Massaker CD, Zweckreim-King CD, USB-Stick mit der gesamten Diskografie, 102 Songs, Texten und Videos zu KRM, also Kettenreime-Massaker, Autogrammkarte mit Unterschrift, 3 runde Sticker und A3-Poster. Okay, also wenn hier wirklich steht, gesamte Diskografie, 102 Songs, dann dürfte der Herr wohl schon etwas aktiv gewesen sein in der Vergangenheit. Sorry, dass ich dich erst jetzt auf dem Schirm habe. Aber besser spät als nie. Gut, das Ganze relativ ungewohnt, lässt sich einfach so aufschieben, sprich wir haben hier einfach einen Pappschuber und dann haben wir hier den Boden oder die Unterseite der Box und wir haben gleich den Inhalt. Einmal das Kettenreime-Massaker, die CD, Zweckreim-King, zweite CD. Dann haben wir 1, 2, 3 Sticker, schauen wir uns gleich noch an. Eine Autogrammkarte. Zwei Poster. Das dürfte dann wohl der USB-Stick sein. Und dann haben wir hier unten noch Luftpolsterfolie, die das Ganze hier gepolstert hat. Alles klar. Ich lasse die Folie jetzt mal raus und werde die Box wieder zuschieben. So, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir fangen wie immer an mit dem Album an sich. Das dürfte das Hauptalbum sein. D-Ho, das Kettenreime-Massaker. Also vom ersten Blick an erinnert es mich sehr stark an Texas Chainsaw Massacre. Falls euch das ein Begriff ist, da gibt es ja auch den Tommy bzw. Leatherface, der ja da mit der Kettensäge die armen Menschen jagt. Und auch hier mit der Maske, also es erinnert sehr stark daran. Ich schätze auch, dass das seine Absicht war oder seine Inspiration zu dem Ganzen, speziell zu dem Cover. Okay, auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 18 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von PMA, Red Heart, Lil Ill, BBB, Red Heart, Neatide, nochmal PMA, Rako und Bret Hart. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf Rako habe ich von den Features noch nie gehört. Rako ist natürlich ein Begriff von Hirntod, von Blockmonster, aber ansonsten kenne ich die Herren bzw. Damen leider nicht. Ich habe mir das Album jetzt mal durchgehört. Ich muss ehrlich sagen, die Stimme oder der Rap-Stil von D-Ho ist sehr, ja, sehr gewöhnungsbedürftig, also mir ist die Stimme etwas zu hoch und zu hektisch, aber das ist ja Geschmackssache. Das war zum Beispiel bei Morlock Dilemma anfangs auch so, den ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne höre. Und die Features, also nicht die Features, sondern die Tracks, die mir jetzt hängen geblieben sind, sind einmal 180 Sachen und Luftüberlegenheit. Da, Luftüberlegenheit. Also Track 4 und Track 8 sind bis jetzt meine Favoriten des Albums. Dann schauen wir mal hinein. So, das Booklet dürfte relativ dünn sein. Nur die Frage, ob ich es rausbekomme. So, aber jetzt. Wir haben hier das Cover. Dann haben wir hier nochmal eine Aufnahme. Und hier haben wir, was bisher geschah. Okay, also
Das ist ein sehr langer Text, ich werde den jetzt natürlich nicht vorlesen. Könnt ihr gerne auf Pause drücken und euch den in Ruhe ansehen oder durchlesen. Hier auf der Rückseite nochmal eine Nahaufnahme von D-Ho mit diesem Leatherface. Könnte man natürlich auch als Wendecover verwenden. Ich lasse jetzt mal das reguläre Cover drinnen. Relativ unübliches Booklet, keine Infos zu Tracks, keine Credits, keine Danksagung, gar nichts. Wirklich nur dieses, was bisher geschah. Dann haben wir hier das Album, D-Ho, hier mit diesen Blutspritzern auf der CD. So sieht das Ganze aus und hier nochmal eine Aufnahme des Künstlers. Dann haben wir als zweite CD diese hier, Zweckreim King, ebenfalls von D-Ho, Instant Classic präsentiert. Okay, die andere CD war von 1 Million, jetzt weiß ich nicht, vielleicht ist das ein älteres Release von ihm und er hat das hier beigelegt und war damals noch bei Instant Classic, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wir haben hier 17 Tracks an der Zahl und hier haben wir auch einige Features, also wieder Bret Hart, Reime Bude, Wist, RRG, nochmal Bret Hart, Klick Klack, Klick, Neatite, Bret Hart und Battleboy Basti. Also auch hier wieder, bis auf Battleboy Basti, keinen der Herren jemals gehört, also sind mir gänzlich unbekannt. 17 Tracks. In das Album habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht reingehört, also kann ich nicht sagen, welche Tracks hier meine Favoriten sind. Ist auf jeden Fall mal ein interessantes Cover. Hier mit diesem etwas deplatzierten Schnauzer, der so wirkt, als wäre aufgeklebt worden. Allein schon von der Farbe her. Und dann diese Porno-Brille und diese Cap. Also das ist ein sehr merkwürdiges Cover in meinen Augen. Hier hinten haben wir noch einen Panzer und hier irgendwie Soldaten marschieren. Oder es sind gar keine Soldaten, das sind einfach nur so Furchen im Boden. Ah, sehr interessant das Ganze. Okay, wir schauen mal hier kurz auch wieder ins Booklet, das ebenfalls sehr dünn ist. D-Ho, Zweckreime King, eine Danksagung. Okay, sehr gut. Könnt ihr hier natürlich durchlesen. Und ja, was auch immer das ist, eine Raketenmündung oder ein Panzerrohr, keine Ahnung. D-Ho, Zweckreim King. So sieht die CD aus. Hinten startet gerade eine Rakete und hier auch wieder ein Panzer zu sehen. Also es ist sehr, sehr kriegerisch, sehr militärisch das Ganze. Dann haben wir drei Sticker. Einmal diesen hier, D-Ho, Granatenoptik, Dein Mutter. Quadratisch. Dann hier D-Ho, das kennen wir vom Zweckreim King, dieses Gesicht. Und dann das Kettenreime-Massaker. Also diese drei Sticker jeweils in weiß, schwarz und quadratisch. Dann haben wir diese Autogrammkarte, wieder mit dieser Abbildung und hier D-Ho mit schwarzem Edding unterschrieben. D-Ho, das Kettenreime-Massaker auf der Rückseite. Gefällt mir gut. Dann haben wir zwei Poster. Einmal lesen wir hier D-Ho, das Kettenreime-Massaker. Okay, alles klar. Also, wir haben hier zwei Poster und es dürfte auf beiden genau dasselbe sein. Warum hat man das zweimal gemacht? Damit man einmal die Vorder- und einmal die Rückseite verwenden kann. Sprich, ihr könnt natürlich dann hier einmal das verwenden, je nachdem, wie es euch lieber ist. Sehr klein die Poster, aber erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Wie gesagt, beide im Hochformat. Dürfte A4 sein, das Format. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch diesen USB-Stick, auf den ich schon sehr gespannt bin. Wir lesen hier noch zur Info. Hier ist ja die Größentabelle. Und hier lesen wir 4 GB. Wow! Also das ist mal eine feine Sache. Bank of Memory. D-Ho Feingold 999,9. Also das bedeutet, dass von
1000 Teilen, in dem Fall 1000 Gramm, der hier zu 999,9 Teilen aus reinem Gold besteht. Also das ist so mehr oder weniger der höchste Reinheitsgrad. Dann haben wir hier nochmal diese Abbildung, diese Fresse von Diho und hier noch Nettogewicht 1000 Gramm. Hier haben wir einen Schieber und ich muss sagen, rein von der Optik her ist das so ziemlich einer der schönsten USB-Sticks, die ich je gesehen habe. Und in meinen Augen ein sehr nützliches Extra, weil USB-Sticks kann man immer brauchen. 4 GB ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber kann man auf jeden Fall was anfangen und diverse Dateien und Sachen von A nach B befördern. Ist auch etwas schwerer, aber gefällt mir richtig gut, gerade hier mit dem Aufschieben. Sehr edel gemacht. Muss ich ehrlich sagen, top Box-Inhalt, dieser USB-Stick. Okay, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal den eben gezeigten USB-Stick 4 GB in Goldbarrenoptik, das Album Zweckreim King, das Album Das Kettenreime Massaker oder Das Kettenreime Massaker, so. Dann diese zwei Poster im Hochformat, wie gesagt zweimal dieselbe Vorder- und Rückseite. Diese unterschriebene Autogrammkarte und diese drei Sticker in quadratischer Form. Das alles in dieser wunderbaren Box, das Kettenreime-Massaker von Diho. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung zu dem Album bzw. zu der Box ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Diho unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.